Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich bin stocksauer, beziehungsweise ich war stocksauer und bin immer noch ziemlich angefressen. Dieses Video richtet sich an ganz wenige meiner Zuschauer, könnte aber vielleicht für alle anderen auch interessant sein und ich muss es mir einfach mal von der Seele reden, sonst platze ich und ersticke daran. Der Grund, weswegen ich sauer bin, sind Kommentare unter meinen Videos, unter Videos anderer YouTuber und in Foren. Die Schreiber der Kommentare in Foren werde ich hier wahrscheinlich nicht erreichen, aber vielleicht die, die unter meinen und anderen Videos kommentiert haben. Ich bin ein emotionaler Mensch und deshalb werden vielleicht manche von euch dieses Video als Mimimi abtun, aber ich freue mich total schnell und ich ärgere mich total schnell, aber noch viel schneller denke ich danach, relativiere das, setze es in den Kontext und bin dann auch drüber weg und es ist abgehakt. Die Sache, wegen derer ich jetzt dieses Video hier drehe, hält mich aber schon eine längere Zeit beschäftigt und deshalb weiß ich, es ist für mich persönlich etwas Ernsteres und deshalb muss ich das einfach einmal ansprechen. Zunächst einmal ein Disclaimer vorab. Ich weiß, Kommentare sind immer schriftlich. In der Schriftform geht die Betonung verloren, die Gestik, die Mimik, was eine ganz große Chance der Fehlinterpretation bedeutet und beinhaltet. Das weiß ich, dessen bin ich mir bewusst. Und wenn ich gegen Ende des Videos auf einige Beispielkommentare eingehe, dann wird sich das auch genauso zeigen. Die Kommentare, die ich euch gegen Ende des Videos zeige, habe ich eben so empfangen und so empfunden, wie ich sie gegen Ende des Videos besprechen werde. Vorher aber noch ein paar allgemeine Sachen, um das Ganze ein bisschen in den Kontext, in meinen Kontext zu setzen. Ganz allgemein, das Verhältnis zwischen Leuten, die in Anführungsstrichen in die Öffentlichkeit treten, sei es als Produzierende von Videos oder Leute, die Blogs schreiben oder andere Sachen machen, die Podcasts machen, und denen, die diese Inhalte konsumieren, ist durch eine stete Disbalance geprägt. Was meine ich damit? Ihr seht mich und ihr hört, was ich sage, ihr seht meine Art und Weise, wie ich die Videos produziere, und im Idealfall vermittelt das eine gewisse Art der Nähe und Vertrautheit. Ihr vertraut meiner Meinung, meinen Videos, verlasst euch auf das, was ich über die Uhren sage. Insofern habt ihr das Gefühl, mich zu kennen. Da komme ich aber gleich nochmal etwas näher drauf ein. Im Gegenzug sind die allermeisten meiner Zuschauer für mich komplett Fremde. Ich kenne euch schlicht und ergreifend nicht. Ihr könntet in der Fußgängerpassage, in der Fußgängerzone an mir vorbeigehen, mich anrempeln und sogar mit mir sprechen. Ich würde euch nicht erkennen. Wenn ich einen Witz mache auf meine Kosten oder auf irgendein anderes Thema, dann habt ihr eine Idee, wie das einzuordnen ist. Wenn in den Kommentaren ein Witz ist, dann erkenne ich ihn vielleicht gar nicht als Witz, weil ich überhaupt nicht weiß, wer ihn geschrieben hat und wie es gemeint gewesen sein könnte. Watchmaxe, den ihr hier seht, in meinen Videos seht, ist keine Kunstfigur. Es ist keine Rolle, die ich spiele. Aber es ist auch nicht die ganze Realität. Watchmaxe ist nur ein Teil der Realität, ist auch nur ein Teil von mir. Es ist der Teil, den ich bewusst preisgebe, den ich mit euch teile und den ich durch meine Videos an die Öffentlichkeit bringe. Ein viel, viel größerer Teil ist den allermeisten von euch aber unbekannt. Der Axel, der hinter Watchmaxe steht, der kocht gerne. Das wisst ihr vielleicht, weil ich es erwähnt habe. Aber wer von euch weiß, was mein Lieblingsgericht ist? Wer von euch weiß, ob ich lieber Jürgen Zeltinger oder Tonsteine Scherben höre? Alles das wisst ihr nicht und das ist auch vollkommen okay so, weil es mit meinen Videos nichts zu tun hat. Aber es ist natürlich Teil meiner Person, die Kommentare liest und das Feedback bekommt. Die Kommentare lese ich natürlich als ganze Person, ich kann mich nicht teilen. In meinen Videos versuche ich grundsätzlich zu unterhalten, im Idealfall auch
Informationen zu vermitteln. Aber nicht immer, wenn ich die Videos mache, fühle ich mich auch danach. Wenn ich jetzt gerade mal richtig kacke drauf bin und dann kommt ein Kommentar, den ich vielleicht in den falschen Hals bekomme oder der vielleicht wirklich ätzend gemeint war, dann trifft mich das natürlich doppelt und dreifach. Die Art und Weise meiner Videos muss man nicht lustig finden, muss man nicht unterhaltsam finden und muss man auch nicht informativ finden. Im Zweifelsfall zieht man einfach weiter, deabonniert meinen Kanal oder guckt sich was anderes an. Aber es sind meine Videos, meine Entscheidung und mein Inhalt. Und damit kommen wir zum ersten inhaltlichen Punkt der Kommentare, die mir echt auf den Sack gehen. In einigen Kommentaren unter meinen und auch unter Videos anderer Creator kann man eine gewisse Anspruchshaltung rauslesen, die zum Teil auch sehr klar formuliert wird. Ich erwarte hier nur Uhrenvideos. Das und das hat hier nichts zu suchen. Du musst das und das machen. Leute, ernsthaft, es ist mein Kanal. Es ist der Kanal jedes anderen Creators. Wir machen das auf unsere eigene Kappe. Die, die davon leben oder mit Geld verdienen, auch auf ihr eigenes finanzielles Risiko. Und es ist alleine die Entscheidung derer, die die Videos machen, was sie zeigen. Wenn ich ab morgen entscheide, Videos zu machen über Gurkenzucht oder ich habe mir noch was aufgeschrieben, hier genau, unterschiedliche Arten Kartoffeln zu schälen, dann ist das meine Entscheidung. Eine andere Art von Kommentaren, die bei mir wirklich dafür sorgen, dass mir die Galle in der Speiseröhre hochsteigt, das sind Übergriffe, Kommentare, die ich als massiv übergriffig empfinde. Und da gibt es zwei Sachen, die mir gerade spontan einfallen. Unerbetene Ratschläge und Kommentare, die auf meine Gesundheit abspielen. Kommen wir mal zu den Ratschlägen. Wohlgemeinte, konstruktive Kritik nehme ich gerne an, da freue ich mich drüber und habe auch schon sehr viel davon umgesetzt. Wenn es aber dazu kommt, dass ein bestimmter Punkt oder mehrere Punkte gebetsmühlenartig immer und immer und immer wieder kommen und dann der Schreiber einen auf beleidigte Leberwurst macht, weil ich sie nicht annehme, da kriege ich Pickel an Stellen, wo die Sonne nicht hinscheint. Und wenn ich dann lese, ja, der Watchmaxer muss dies oder das machen, um Ziel X oder Y zu erreichen, ohne dass ich jemals gefragt wurde, ob X oder Y überhaupt Ziele von mir sind, da kriege ich Pickel, Leute. Das ist wirklich ätzend. Eine andere Situation, das sind gesundheitliche Ratschläge. Zu meinen Händen, zu keine Ahnung was, Kommentare, ich könnte mal wieder zum Friseur gehen. Gut, das ist ja noch halbwegs witzig, aber Kommentare, was ich mit meiner Haut, meinen Fingern, meinen keine Ahnung was machen sollte. Leute, ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, ob ich in Behandlung bin, ob es überhaupt behandlungswürdig ist, ob es behandlungsfähig ist, ob es andere Hintergründe hat. Spart euch die Scheiße. Ihr geht doch auch nicht durch die Fußgängerzone, sprecht Wildfremde an und gebt denen gesundheitliche Ratschläge. Die allermeisten von euch kenne ich nicht. Und von einem, den ich nicht kenne, finde ich es unglaublich übergriffig, in einen solch privaten Bereich zu gehen und mir dann irgendwelche Ratschläge zu geben. Es ist wahrscheinlich gut gemeint. Bei uns zu Hause sagt man, gut gemeint ist die hässliche Schwester von gut gemacht. Insofern überlegt euch bitte, ob man wirklich immer gut gemeinte Ratschläge geben soll. Ein letzter Punkt, der mir auf der Seele brennt, das ist, dass ich immer wieder lese, dass andere YouTuber oder Creator schlecht gemacht werden. In meinen Augen geht das überhaupt nicht. Ob man jemanden persönlich mag oder nicht, das ist eine Geschmacksfrage. Aber das ist kein Grund, jemanden runterzuputzen, schlecht zu machen oder abzukanzeln. Konstruktive Kritik, man könnte dieses oder jenes verbessern oder aber ich mag die Art nicht, alles fein. Aber hier irgendwelche Verbrüderungsversuche, den darfst du verarschen, der ist sowieso total überheblich. Nein, ich verbrüdere mich mit niemandem gegen einen anderen. Jeder, der mich wirklich kennt, weiß, wenn ich einen Witz über jemanden mache, dann ist das nie jemand, den ich nicht mag. Und das ist nie böswillig gemeint, sondern es ist immer eine Art, meine Art der Wertschätzung,
eine Art der Hommage. So, und jetzt möchte ich euch noch ein paar exemplarische Kommentare zeigen, einfach damit ihr seht, worauf ich mich beziehe und wie das bei mir angekommen ist, auch wenn der Kommentar als solcher vielleicht erst einmal sich gar nicht so dramatisch liest. Nehmen wir den ersten Kommentar. Ich habe die Kommentare gefunden aus den letzten 4 bis 5 Wochen. Und die, die ich bereits gelöscht hatte, weil sie mir echt über die Hutschuhe gegangen sind, habe ich auch nicht mehr rekonstruieren können. Das heißt, die, die ihr hier seht, sind quasi die in Anführungsstrichen, die, die mich nur halb geärgert haben. Nehmen wir hier zum Beispiel den konstruktive Kritik. Schau dir mal deine knapp 2 Jahre alten Videos nochmal in aller Ruhe an. Gut, vor 2 Jahren habe ich einen schlechteren Hintergrund gehabt, einen schlechteren Ton, eine schlechtere Kamera und derjenige wünscht sich also das zurück. Ich soll also die Videos wie vor 2 Jahren machen, bitte keine Entwicklung, bloß nichts Neues, sondern es soll nichts verändert werden. Dinge wie 52 oder 53 mm Lackabstand. Ich habe in dem Video gesagt, ich habe das nachgemessen, die Messung war nicht eindeutig. Hier heißt es, das ist ein inhaltlicher Fehler. Leute, geht's noch? Ich sag extra, ich habe es nachgemessen, ich habe es mehrfach nachgemessen, ich habe mehrfach unterschiedliche Ergebnisse bekommen und genau das habe ich im Video gesagt. Der Punkt Hintergrundmusik. Der betreffende User hat das, ich weiß nicht an wie vielen Stellen gesagt, über modische Hintergrundmusik, die inhaltliche Schwächen überdeckt, Kaufhausmusik, Kirmesmusik war es glaube ich nicht, aber billiges Gedudel und immer wieder mit einer Penetranz, die sich mir die Fußnägel aufrollen lässt. Und auch wenn dieser Kommentar sich hier vielleicht nicht so dramatisch liest, in der Wiederholung, in der Häufigkeit, es geht mir echt auf die Nüsse. Ja, hier haben wir jetzt einen Kommentar. Da ging es darum, dass bestimmte Marken auf meine Anfragen nicht reagieren. Und ich habe gesagt, naja, es sind nicht alle großen Marken, sondern andere großen Marken haben ja auf meine Anfrage reagiert. Insofern kann man es, glaube ich, nicht verallgemeinern. Das waren die Kommentare, die da vorgelaufen waren. Und dann kommt dieser Kommentar. Man kann es sich auch schön reden, sei es drum. Der Kanal hat einfach keinen effektiven Mehrwert, da Uhren in der Masse mit Bebilderungen vorgestellt werden. Das hat wenig Plus und knapp 4000 Follower sind einfach keine Benchmark, die es interessant machen. Ja, hier behauptet jemand, ich würde Uhren überwiegend oder in der Masse durch Fotos, durch Bilder darstellen. Hat er überhaupt irgendein weiteres Video von mir gesehen oder nur ein einzelnes? Und diese Kommentarreihe ging dann noch ein bisschen weiter. Und da denke ich immer, lösche ich das jetzt direkt, blockiere ich den User oder tue ich mir das an und setze mich damit auseinander, reagiere ich da drauf, antworte ich da drauf oder lasse ich einfach manche Idioten freilaufen. Ein anderer Kommentar. Ich habe eine neue Uhr von mir vorgestellt und habe gesagt, ich habe sie mir gekauft, weil sie mich interessiert hat, weil sie mich ein bisschen an eine Uhr erinnert hat, die ich vor einiger Zeit verkauft habe und dann kam dieser Kommentar hier. Warum gibt man dann eine Uhr ab, die später vermisst wird? Gute Frage, kann man darauf antworten, bis dahin eigentlich noch unkritisch. Ich würde das Ding nie tragen, da ich Uhren mit mehr Qualitäten habe. Für mich wäre es Ressourcenverschwendung. Leute, ich zeige eine Uhr, die ich mir gekauft habe, an der ich Freude habe. Muss man so rücksichtslos von hinten in die Kniekehlen treten? Kann man das nicht ein bisschen anders formulieren? Ich hatte eben schon mal das Thema Kaufhausmusik angesprochen, nur zum Beispiel, wie sich das hier durchzieht. Andere YouTuber haben mich auf die unsägliche Kaufhausmusik gebracht. Aber nicht alle Kopien sind sinnvoll. Nur weil ich Musik mache und das eine durchgängige Empfehlung ist, wie man interessanten Content gestalten kann. Es geht also nicht darum, dass ich was kopiert habe, sondern dass ich lese, dass ich lerne, dass ich auch versuche, mich fortzubilden, um meine Videos konstant interessanter zu machen. Der Vorschlag, wie ich meinen Kanal nach vorne bringen kann. Mehr Videos, nicht auf deutsche Uhren beschränken, alle Länder, alle Preisklassen. Hör doch endlich mal auf, von anderen zu verlangen, irgendwas zu machen. Mach es selber, mach es besser. Überhole mich, zeig mir, wie es besser geht und dann lerne ich sehr gerne davon, aber nicht auf diese Art und Weise.
Hier haben wir ein Beispiel über die Missverständlichkeit. Ich hatte ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, auf einem anderen Kanal wird eine Uhr verlost. Und wer dafür Interesse hat, wer da sich daran interessiert, schaut doch mal da vorbei. Da kann man mit relativ wenig Aufwand eine in meinen Augen schöne Uhr für einen doch ganz ordentlichen Preis, die hat glaube ich 400 Euro gekostet, gewinnen. Ein Kommentar, tja, was soll ich sagen? Einerseits schön, eine Uhr geschenkt zu bekommen, andererseits, warum über einen anderen Kanal, kannst du mich aufklären? Und da habe ich auch gedacht so, ey, ist das jetzt eine Aufforderung an mich, dass ich doch bitte auch Verlosungen zu machen habe? Diese Uhr auf dem anderen Kanal hat der YouTuber selbst bezahlt, hat er sein eigenes Portemonnaie aufgemacht, hat 400 Euro auf den Tisch gelegt und verschenkt diese Uhr, verschenkt diese 400 Euro. Ich habe das so empfunden, als wäre es ein Anspruch an mich, doch auch eine Verlosung zu machen. Wir haben uns dann ausgetauscht und so war es gar nicht. Es war vielmehr der Gedanke dahinter, klasse, dass es gemacht wird, aber ich würde mich wohler fühlen, wenn das auf einem Kanal stattfinden würde, den ich kenne. Also mein Kanal. Und das ist wieder ein Gedanke, den kann ich gut nachvollziehen. Und das hat das Ganze ein bisschen relativiert. Aber bei mir ist der erste Kommentar eben ganz anders angekommen. Und das sind so Sachen, Schriftform, Sender, Empfänger, wie kommt es bei mir an? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass es so gemeint gewesen sein könnte. Insofern ist das, glaube ich, hier ein Beispiel dafür, wie Sachen auch schieflaufen können, ohne dass sie tatsächlich wirklich so gemeint sind. Jetzt kommt hier ein Kommentar zu meiner Gesundheit. Ja, ich sage mal gar nichts dazu. Lest euch einfach durch. Das ist also ein Ratschlag von jemandem, den ich überhaupt nicht kenne. Das wäre so, als würde ich durch die Fußgängerzone gehen, mich ein fremder Passant anhalten, auf meine Hände zeigen und sagen, du musst das und das und das und das machen. Ich empfinde das als komplett übergriffig. Ich sprach schon über Kommentare, wo es darum geht, andere YouTuber schlecht zu machen, Verbrüderung gegen andere YouTuber oder sonst irgendwas. Hier haben wir so ein Beispiel und ich habe es in meinem Eingangsstatement vergessen zu sagen, es ist mein Kanal, mein Content und ich habe mich niemandem gegenüber zu rechtfertigen. Ob ich ein Spaßvideo mache oder nicht, ist meine Entscheidung. Und ich habe echt keine Lust und ich sehe mich auch nicht in der Pflicht, irgendeinem zu erklären, warum ich das mache. Wem es nicht gefällt, der kann nach, bei dem Video waren es wahrscheinlich 90 Sekunden, aussteigen und sagen, ist nichts für mich. 90 Sekunden. Das Schreiben des Kommentars hat wahrscheinlich länger gedauert, als die potenzielle Ausstiegsspanne gewesen wäre. Ja, genau das Gleiche hier. Warum dieses Video? Weil ich Bock drauf habe, weil es mein Kanal ist und weil ich Spaß habe. Es gibt kein Anrecht auf einen bestimmten Content. Und zum guten Schluss noch ein versöhnlicher Kommentar, ein versöhnlicher Abschluss. Ich habe ja ein Video gemacht, was ich nicht so richtig monsterernst gemeint habe. Und hier gab es dann den Kommentar, überlass das Comedy-Fach denen, die es können. Ein Video aus altem Zusammenschneiden ist vertane Zeit. Dann habe ich auch gedacht, jo. Ganz im Ernst, nicht jeder kann über das Gleiche lachen, nicht jeder hat den gleichen Humor. Vielleicht bin ich auch komplett unkomisch und vielleicht sollte ich das auch nie wieder machen und nie wieder einen Witz erzählen. Das mag ja alles sein. Aber man kann das auch anders formulieren. Man muss es nicht so formulieren, dass sich der andere direkt vor den Kopf gestoßen fühlt. Und in dem Kommentarfaden ging es noch ein bisschen weiter. Irgendwann später hat derjenige, der diesen Kommentar geschrieben hat, einen neuen geschrieben und hat gesagt, ups, da bin ich wohl ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, habe das Ganze wohl ein bisschen zu heftig formuliert, tut mir sehr leid, war nicht so gemeint. Und das hat mich dann sehr gefreut, weil das ein bisschen Druck weggenommen hat von mir. Und aus meiner Sicht ist es auch alles gut, ist vergessen und ist auch komplett abgehakt. Es ist nur ein Zeichen dafür, wie ein Kommentar ankommen kann.
wenn er vielleicht unbedacht geschrieben ist oder aber böswillig geschrieben ist, was ich den wenigsten unterstelle, auf jeden Fall unbedacht, zu schnell, aus einer Emotion raus, vielleicht sogar mit Zeitdruck und dann von mir gelesen wird in einer Situation, wo ich mich vielleicht schon über zwei Kommentare geärgert habe, mein Resümee, wie ich damit zukünftig umgehe, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich werde weiterhin versuchen, jeden Kommentar zu lesen. Ich werde weiterhin versuchen, auf jeden Erstkommentar zu antworten. Ich werde aber zukünftig wahrscheinlich etwas schneller Kommentare löschen. Und wenn jemand permanent nervt, auch Zuschauer blockieren, sodass sie bei mir nicht mehr kommentieren können. Ich weiß, einige von euch kreiden das anderen YouTubern an, aber ich weiß aus Gesprächen mit anderen YouTubern, dass denen diese Situation, diese Kommentare und diese Anmaßungen auch echt auf die Nerven gehen. Und die haben einfach zum Teil auch aus Selbstschutz die Reißleine gezogen und reagieren viel früher. Und vielleicht muss ich das auch tun, damit ich nicht nochmal so ein Video machen muss oder machen möchte, wie das, was ich jetzt gemacht habe. Ich wünsche euch trotzdem richtig viel Gesundheit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Frühsommer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos. Da gibt es wieder den Watchmaxe Gute Laune Bär mit sehr, sehr viel Uhreninhalt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.